Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Code Vein mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das wäre quasi, dass wir die Stadt erkunden gehen. Mir ist aber noch etwas eingefallen und das möchte ich schnell noch überprüfen. Ob das jetzt schon der Fall ist oder noch nicht. Nicht setzen, ich will sprechen. Okay, noch nicht. Gut, dann warten wir noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt einfach, naja, in die Stadt. Teleport. Oh, wir haben schon Geschenke? Nee. Ab, genau. Und dann an die äußere Kreuzung. Von dort weitermachen, wo wir hergekommen sind. Nur halt stärker. Blutschall, die du ausrüstest. Ja. Schnell ausweichen in dem Spiel fühlt sich schon cool an, aber mal schauen. Mit dem Hammer wird das. Ja, obwohl, es ist normal. Ja, Bewohner der Welt, das kennen wir. Bin ich damit jetzt schnell? Nee. Then what's the point? So. Cool, jetzt können wir eben zum Beispiel mit Bewohnern der Welt reden. I'm a merchant of sorts. I wander around selling valuables as I explore. My asthma has gotten pretty thin here lately, eh? I thought it might be dangerous, but I came all the same. I haven't seen a fellow explorer for a while, though. I think we were fated to meet. Take this map of the depths. I'll be around here for a while. If you want to buy anything, let me know. Genau. Die Karten der Tiefen, da kann man mit Davis reden. Und das sind dann so Dungeons, die man da rein kann. Sonst wollen wir gerade nichts von ihm. Wir können hier so Sachen, so Gegenstände der alten Welt tauschen. Jetzt hier hinten sind wir hergekommen und hier unten würde es wieder ins Loch gehen, in das wir runtergeworfen wurden. Dementsprechend geht es jetzt hier lang. Vivicator. Genau, und das ist auch unser Ziel. Ab in die Altstadt. Ein paar Gegner auf dem Weg erledigen. Ja, ja, kein Stress. Oh, hier hinten hat's was. Na, noch eine. Cool. Haben wir schon zwei davon. Ich habe die beim ersten Spieldurchlauf nicht großartig gemacht, aber ich denke, dieses Mal werde ich. Genau, hier wird es dann weitergehen und hier hinten ist nichts mehr. Sorry, I'm on my way. Ja, ja, die beschweren sich ein bisschen, wenn ich sprinte. Dabei habe ich als Berserker nicht mal so viel Ausdauer. Expectations exceeded. That settles it. You are absolutely vital to our operation. There are more blood springs ahead, but the miasma is blocking the way forward. Do you think you could clear it for us again? Thank you. We know where two springs are, thanks to past expeditions. Let's go have a look at them. The territory up ahead is teeming with the lost. Watch yourself. Kein Problem. Für irgendwas haben wir einen riesen Hammer dabei. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier resten muss, damit es zählt, aber ich mach's einfach so mal.
So, Verluststsplitter M. Genau, Gemeinschaftstalente. Ja, die habe ich noch nie benutzt. Aber die könnte ich jetzt auch gar nicht benutzen. Ich glaube, die kosten mindestens 20 Echo. Und ich habe nur 10. Maximum. Ich müsste also ein paar Backsteps ausführen. Bevor ich hier überhaupt die Chance hätte, das zu machen. Hey, ein Haufen Königinneisen. Davon kann man auch nie genug haben. Oh, cool. Ja, Prometheus-Überrest. Die nehme ich gerne. Die... Habe ich das schon gezeigt? Sonst zeige ich es dann bei der nächsten Mistel nochmal. Ah, herrlich. Und ein Dolch. Irgendwas hat man ja einen Hammer. Und der schwingt noch so schön. Niemand kann mich aufhalten. Ich bin der Berserker. Meins. Eigentlich will ich ja ein bisschen backstabben, aber vielleicht ist der Hammer auch nicht die ideale Waffe dafür. Ja, die sind auch um jeden Ecken hier verteilt. Okay. Da hatte ich ein bisschen zu wenig Reichweite. Nicht mal gestaggert. Das ist so, ich muss mich ein bisschen darauf verlassen, dass ich die Gegner hier staggern kann, sonst können die mit mir machen, was sie wollen. Oh, schaut euch mal den an. Der hat eine Hellebarde. Aber leider für ihn kein Helm. Oh, ein edles Duftwasser. Tja, jetzt habe ich einen Backstab hingekommen. Und gleich noch bei... Oh, die Abendbrot-Hellebarde. Cool, haben wir unsere erste Hellebarde. Ist zwar eher auf Geschick skaliert, aber ich glaube, man kann es ja mal zeigen. Ja, das ist einfach die der Gegner. Hat aber... Die Hellebarde ist eine wunderschöne Waffe, wenn man einen Haufen Gegner vor sich hat. Weil sie halt einfach so schön im, ja, fast 360 Grad angreift. Cool. Habe ich schon alles gemeistert. Kann ich ja schon zum nächsten Talent dann wechseln. Aber im Moment ist die Axt halt besser. Vor allem... Das Spiel werft uns jetzt noch nicht irgendwie 5 Gegner auf einmal entgegen. Das kommt dann noch. Da wäre die Hellebarde wieder relativ gut. Aber wie gesagt, dieser Hammer kann es auch. So. Ich habe gesehen, wie du dich bewegst. Und ich kenne da nichts. Ausdauer für das. Ein Haufen Erwecker. Die Erwecker benutzen, kann man benutzen, um wie soll ich dem sagen, die Fähigkeiten von bestimmten Klassen zu meistern, ohne dass wir die Klasse spielen müssen. So, ich heile mich mal schnell. So viele Gegner hier. Ah, okay, das ist die. An die erinnere ich mich noch. Okay. An den Angriff gerade nicht. Naja. Ich kann etwas Ähnliches. Ja, die hat viel zu viele Leben. Autsch. Eins. Ausweichen. Leben regenerieren. Ist eh gleich left.
tot. Okay, das war's. Ist wahrscheinlich ein bisschen als Mini-Boss gedacht gewesen. Aber... ja, eben. Smell that? Yeah. Human blood. An escapee. Now where did she run off to? Huh? Hey, chumps! What the hell are you doing here? None of your business. Oh, really? Then tell me this. Why would scum like you have the sweet stink of a human on you? The girl belongs to us. Put your paws on our property and your ash. That clear? Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, what's the plan now? We know it's just a matter of time until they find that missing human. You know the plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet. Yep. Jetzt Bonusplan Mensch suchen. Jetzt habe ich aber noch... ich habe da eine Stimme vernommen. Hört es. Heißt das, dass die weiter unten ist oder dass sie hier oben ist? Normalerweise, wenn man diese Stimmen im Hintergrund hört, ist das ein gutes Zeichen. Da, hier war's. Genau, wir waren darüber. Jägerüberrest. Ja, normalerweise, wenn man diese Stimmen hört, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass es halt irgendwo einen Überrest gibt. Und Überreste sind nicht nur wichtig, damit man mehr von der Story freischalten kann, sondern ich kann es danach gleich zeigen. Zuerst einmal gehen wir wahrscheinlich gerade wieder zurück ab in die Basis. Gibt zwei, drei Sachen, die ich hier tun möchte. Genau, das ist auch ein Interesse. Die heiße Quellen. Ein Bad in der heißen Quelle der Basis hebt deine Laune und stellt die Hälfte des durch Streuung verlorenen Dunstes wieder her. Also wenn wir irgendwo in einem Gebiet gestorben sind mit einem Haufen Dunst und das Gefühl haben, nee, da komme ich nicht nochmal hin, dann könnten wir einfach in die heiße Quellen gehen und die Hälfte des Dunstes wiederherstellen, den wir dort verloren haben. Der Rest ist aber dann für immer verloren. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Genau, ja, wir könnten Sachen mit Freunden tauschen, aber das ist auch nicht so interessant. Interessanter wäre jetzt zum Beispiel mit Giacomo sprechen. Okay, nichts. Ich bin eigentlich noch daran interessiert, seinen Blue Code zu bekommen, aber... so, aber was ich auch möchte, ist den Hammer hier verbessern. Wir haben so viel Königin Eisen. Wir können ihn sogar aufs vorläufige Maximalwert bringen. Nachher brauchen wir Königin Stahl und den kriegen wir nicht so schnell. So, dann haben wir noch hier. You're one of my best customers, and I want you to keep coming back. Genau, ihren Bukup können wir bekommen. Das ist jetzt nicht gerade der, den ich gedacht habe, aber hey, ich nehme ihn. Das weiß, warte, Merkur, genau. Cool.
Sun noch nicht. Okay. Und jetzt können wir, genau, wir können jetzt hier bei ihr. It seems I can restore the blood code of a vestige's creator from elements left in the vestige. If you find any vestiges, please let me know. It could be a chance to grant you additional strength. Genau, jetzt können wir Überrest wiederherstellen. Das wäre jetzt zum Beispiel, hier brauchen wir für Prometheus Überrest 2 brauchen wir den Überrest A und B. Haben wir nicht. Was wir machen können, ist, wir können den Jäger Überrest C wiederherstellen. Hatterin und Kevin und Cocos Begegnung. Also, stellen wir den mal her. Dann seht ihr, worum es so geht. Und der Rabenanzug. Ein Blutsteiger, der stark an Rabenflügel erinnert. Und wo geht's weiter? Hier. Hier. She'd sent me to the Trove alone and unsupervised, so she couldn't very well complain when I took every last blood bead. After all, who am I to turn down an offer like that? I doubt I'll ever see her again anyway. Und das ist es, was passiert, wenn wir Erinnerungen wiederherstellen. Jedes Mal. Bei einem entspannten Bad in einer Quelle erinnerst du dich lückenlos an die Vergangenheit. Ha! Du erinnerst dich daran? There could be something out there that I've forgotten. And if that's the case, I want to see what it is. So the kid found the blood spring after all, hm? Was, dein Plan, sie ihm zu überlassen? Maybe I did, and maybe I didn't. Oh. Aber zu sagen, das ist mich gerade so stört, das zu sagen. Ja, ich bin eine Kuriosität, ich habe nicht zu viel vergessen. Woher willst du wissen, was du vergessen hast, wenn du es vergessen hast? Aber naja, das sind Kleinigkeiten. Gut, sonst können wir schnell schauen, was es überhaupt hier mit der Merkur auf sich hat. Prometheus ist auch... Also genau, das ist es. Ihr seht jetzt hier bei Prometheus einen Haufen Sachen quasi noch... nicht erforscht oder nicht freizuschalten. Das liegt einfach daran, dass wir die, wie man jetzt unten rechts sieht, den Prometheus Überrest 1 noch nicht haben. Also wir müssen mehr von Prometheus freischalten, um die Sachen hier zu bekommen. Bei Sprint verbrauchte Ausdauer. Ja, ich denke, wir werden dann zu Kokos
Blitzwaffe. Zu Kokos Ding wechseln. Zu Merkur hieß es genau. Aber im Moment hat sie da noch. Also ich kann mir halt im Moment. Ich könnte zwar schauen. Für etwas hat man sie ja. Wie viel kriegen wir hier? 100, 900, das haben wir 600 und wir haben hier nochmal 600. Ja, gut, nein, damit kann man arbeiten. Fangen wir doch mal an, freizuschalten. Ich hoffe, ich kann mit Merkur noch den Hammer führen. Werde ich wohl gleich herausfinden. So, der Sprinter ist voll okay, den nehmen wir. Und die haben Blitzwiderstand erhöht, das ist nicht so. Die Blitzwaffe, das ist ziemlich nützlich. Langsame Entfernung und langsamen Widerstand. Und bringt dich zuletzt, das ist auch ziemlich wichtig. Das ist das, was wir gerade bekommen haben. Die Belebung. Und das könnte auch noch hilfreich werden. An einer bestimmten Zeit. So, mal schauen, ob wir. Genau, wir können sie benutzen, wir sind einfach langsamer. Das nehme ich. Mehr Leben. Und erhöht das Gleichgewicht. Den Entzugswert ist jetzt mal nicht so wichtig. Gib mir Giftzeichen, obwohl ich es nicht brauche. Gib mir Blitz. Gib mir Adrenalin. Und gib mir ein paar Schläge. Eigentlich, wenn ich will, die Schläge hier oben haben. Genau, die Buffs kann man gut unten hinstellen. Und hier noch das da, das Radar. Und dann passt das eigentlich für mich. Gehen wir noch schnell zurück, wo wir hergekommen sind. Im Parkhaus. Mit dem besseren Hammer, mit Merkur ausgerüstet. Ja. Ich würde sagen, wir sind bereit weiterzugehen. Im nächsten Part dann mehr Sachen zu finden und uns stetig zu verbessern. Ich will jetzt eigentlich nur noch schnell den Ladebildschirm abwarten, bevor ich die richtige Verabschiedung mache. Ja, die Ladebildschirme sind manchmal, sind noch ein bisschen extrem. Ich hoffe, das wird noch irgendwie verbessert. Das Spiel wird ja geupdatet, also. Hey, vielleicht haben wir ja Glück. Gut, ich würde aber sagen, das war's für heute. Ich hoffe, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.